Dann mach jetzt die Anmod. Geht's dir gut? Ja, schon. Hast du Narkotöpfchen mit? Nein. Aber es sind ja gerade welche am Machen. Yay, los geht's. Okay, herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer, nimm mal die Narkotöpfchen mit, bitte, zu einer neuen Aufnahmesession Dodo Wars. Wir sind mehr zu gehypt. Der Wochenplan, den verrate ich euch sofort zum Anfang. Wir wollen einen ersten Verteidigungsring aufbauen, das ist uns relativ wichtig. Dann wollen wir uns natürlich darum kümmern, dass wir neue Dinos haben. Und gleichzeitig müssen wir natürlich auch noch ein bisschen aufpassen, dass wir, auch den Rest erfolgreich gestalten. Das heißt, unser erster Plan war, wir haben ein paar Biberdämme uns geholt. Das war Alex auch in der Freitagfolge. Könntest du dich jetzt endlich auf deinen Bären schwingen? Wieso? Was, um was geht? Du meintest Action. Ich will Action. Let's go. Dino-Zell. Ja, ich bin gerade noch am Dino-Skillen. Ja. Warum sagst du denn dann, ja, du willst los, wenn du gar nicht los willst? Ja, hä? Wer hat denn gesagt, dass ich los will? Ja. Die Folge starten, ja, aber los wollen? Und ich krieg das immer noch nicht hin mit dieser Scheiße. Die Kamera-Interpolation ist es nicht. Versetzte Third Person geht auch nicht. So, haben wir irgendwo noch Steine? Vielleicht ein hier? Das ist halt, ja, ist halt echt ein Problem. Ich habe halt kein Third Person, ne? Also gar nie, niemals nicht. Ja, das ist tatsächlich kacke. Denke ich. Ja. Ist halt wirklich. Ja. Doof. Geht nicht. So, wollen wir jetzt los? Ja. Das ist ja schön. Ja, kommst du mal, oder? Achso, jetzt muss auf einmal wieder schnell gehen, ne? Das ist hier immer... Ich bin unterwegs. Was wollten wir denn machen überhaupt? Wir gehen runter, gucken, was da für Dinos sind und zählen uns was. Okay. Auf geht's. Weil ich habe die Vermutung, dass die anderen hier bald in der Nähe sein könnten. Wo wir jetzt ist gerade dunkel. Wollen wir erst den ersten Ring machen? Ja. Okay, ja. Weil dazu brauchen wir aber Steine. Ich meine, wir haben jetzt einiges an Holz aus dem Biberdämmen geklaut. Achso, um das jetzt aber zusammenzufassen, Leute. Erster Verteidigungsring, neue Biber und dann immer mit den beiden... neue Biber. Erster Verteidigungsring, neue Dinos und dann immer mit den zwei wunderbaren Bären raus und gucken, was wir mit dem Rest quasi hinter unseren Dino-Tor bleiben. Ich teste jetzt mal hier, ob ich aus dem Metall Steine rauskriege. Warte mal, Granaten sind gut. Ich krieg hier Steine raus aus dem Ding. Ja? Ja. Sogar nicht so bad. Okay. Das ist interesting. Und ich auch. Ja gut, dann mach du mal. Ja. Ich mach mal schon mal die Sound Foundations. Also das Ding ist, wir können, Dinos können Holz beißen, aber Stein nicht. Granaten können Stein, also, pass auf. Wir machen Stein, Foundations. Machen Stein die erste Reihe der, Barrikade und obendrauf setzen wir Holz. So. Ja. Also dann können nämlich die Dinos immer noch nicht durchlaufen, aber... Ich habe aus dem ersten Metallblock 1000 Steine bekommen. Das ist nicht ganz schlecht. Ja, aber jetzt ist der Dürüdi halt voll, ne? Also voll, also wenn du absteigst auch? Nee, da soll ich den so richtig voll machen? Nee, er sollte schon noch ein bisschen laufen können. Ja, ein bisschen beweglich ist der junge Mann noch. Ein Metallblock gönne ich mir noch. Also pro Hit nimmt der da halt 70 bis 80 raus. So, wie geht's dir jetzt? Und hier gibt's ja noch Supi. Ah, da geht noch was. Bis zum Griff, sagst du, ne? Ja. Haben wir echt gar keinen Stein mehr irgendwo rumfliegen? Nee. Was? Ich hab eben auch noch mal ein bisschen damit was gemacht, also. Ach so, da gönnt er sich. Ja, schien mir wichtig. Ach, ich Idiot. Ja. Oh, jetzt habe ich geschissen. Scheißen geht wohl auf D. Nee, auf Plus. Keine Ahnung, aber irgendwie habe ich gerade geschissen. Ja, weil er automatisch auch scheißt. So, Alter, warum liegen hier so viele Kotböller, ey? Das ist ja unfassbar. Ist wirklich krass, ne? So, okay. Warte mal. Ich hol mir mal eben Stein raus. Zack, zack. So. Was ist denn jetzt los? Hunger. Okay. Ja, da mach ich das mal wieder voll, was du hier mir eiskalt geklaut hast, ne? Ja.
ich jetzt die hart arbeitende Teil dieser Bevölkerung. Ach, hör auf zu heulen. Mein Gott, den ganzen Tag nur am Plan, das kleine Mädchen. So, ich müsste jetzt wahrscheinlich auch mal lernen, das zu machen, damit wir das zusammen einen Ticken schneller machen können. Holz, Stroh. Nee, nicht unbedingt. Ja, 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 Justin, du bist aufgestiegen. Jetzt hör auf zu tanzen. Gott im Namen. Oh, jetzt ist er wirklich voll. So, das dauert jetzt ein bisschen. Kriegst du EP gerade? Okay. Nee, aber ich komm mal rüber, damit ich EP kriege. Also Justin rennt. Das sieht nur nicht so aus. Auf geht's, Justin. Nom, 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 nom. Komm hier rüber, dann kriegst du eine Streicheleinheit. Wobei, das ist eh gut. Nee, brauchst du gar nicht lernen, weil dann kann ich vielleicht mal die 4 Level aufholen, die du vorwärts bist, weißt du? Ja, aber im Prinzip ist es ja sinnvoller, wenn ich quasi vorne bleibe, weil wir ja, brauchen ja das 61. Also ich bin halt jetzt bei 58, das ist halt echt supi. Ja. So, wo bist du denn jetzt? Was machst du denn ich jetzt? Ich laufe gerade aus dem Eingang raus. Und Laufen nennst du das? Hm. Ja, ich bin gerade am Basteln, du Arschloch. Hm. Ich bastle dir auch mal ein paar, ne? Ne, also ich bastle dir wirklich mal ein paar, ne? Was denn willst du basteln? Steinfundation, ne? Steinfundamente, Zaunfundamente aus Stein. Zaunfundamente brauchst du? Zaun. Uff, das Zaun. Wird aber, das ist schon eine Ecke, die wir okay, hier... Okay, ich mach Zaunfundamente aus Stein. Ja. Und was brauchst du noch? Nix. Ansonsten keine Fundamente? Nein. Okay. Wie viele davon soll ich dir machen? Mach ruhig mal ein paar. Ach, jetzt geht wieder dieses Gesetze los, ey. Ich hasse das. Das sind halt nur wenige Pixel, die man da hat, ey. Stroh und Holz. Geht das vielleicht so rum besser? So, gib mir mal dein Stroh in 100er Stack. Ja. Holz. Besser. So, und jetzt... Ja, doch, ein bisschen noch. Okay, ein bisschen raus noch. Ich mach dir jetzt einfach mal ein paar, ne, und dann... Ja, ja. Wo bist du denn eigentlich? Ich bin hier hinterm Rex. Oh, nice surprise, alles gut bei dir. Ich leg dir den T-Rex rein. Okay. Der kann das, glaube ich, mit am besten einfach ab. Also das Ding ist, warum wir auf diese Taktik gehen, ist, dass wir glauben, dass wir quasi viele Dinos gemacht haben, die uns beim Basenbau helfen. Und die anderen eher Agro-Dinos gemacht haben. Ja. Wir fahren also eher eine defensive Strategie. Staktik. Ja. Und ich glaube auch, dass es, also ich bin fest davon überzeugt, dass es eine gute Idee ist quasi, weil ich glaube, wenn wir jetzt versuchen, einfach das zu machen, was die anderen machen, sind wir halt einfach zu spät dran so. Wir hätten halt von Anfang an keine Nutzinus zähmen sollen, wenn wir den offenen Fight wollen. Und stattdessen haben wir halt sehr viel Munition. Ich glaube nicht, dass die anderen mit teamübergreifend 40 Munition rumlaufen oder so. Und haben dadurch dann halt die Möglichkeit, wenn wir eine vernünftige Steinwand haben, von da runter zu schießen. Und das ist halt schon gut. Und dementsprechend ist das jetzt aktuell unsere Taktik. Hier sind wieder, ich mache da die ganze Zeit neue Zaunfundamente rein, ne? Ja, ja, ja. Lass uns mal das Behemoth-Tor machen. Okay, da kann ich weil nicht. Weil das brauchen wir jetzt, denn ich habe hier ein Problem, dass ich die Foundations nicht mehr sehe. Okay, ich kann mal gucken. Das waren 900 Steine, die habe ich da. 900 Stroh. 900 Stroh und 900 Holz. Die 900 Holz kann halt kein Arsch tragen, ne? Nee, aber ich kann das in der Werkbank ja dann herstellen. Muss das in der Werkbank hergestellt ja. werden? Okay. Dann gucken wir doch mal. Das kann ich sogar schon. Und das müssen wir in der Werkbank okay, machen. Okay, aber dann kannst du eigentlich den Justin hier gerade mal vor die Tür fahren, dann können wir so schnell wie möglich den leer räumen. Ja, das einzige Mach Problem das ist, ich weiß nicht, ob wir genug... Der läuft gerade nicht. Haben wir genug, Doch, der läuft schon, der braucht noch... Hä, aber eben ist er doch gelaufen. Hm. Hä? Jetzt läuft er gerade nicht. Oh, Justin, dann nehme ich dir mal was raus, ne? Hol mal schön in den Rum. So. Du wolltest was sagen? Ja. Mhm. Kann ich mich so noch bewegen? Ja. Ich weiß ja, ob wir genug Steine haben. Genug Holz haben. Wenn nicht, dann gehen wir nochmal runter. Also im Bär liegt, glaube ich, auch nochmal was in meinem. So, Behemoth-Tor. Wir haben jetzt nicht genug Holz. Justin bewegt sich. Ich leg dir mal gerade die Steine in deinen... Nicht genug Stroh.
Wir haben nicht genug Stroh. Ja. Okay. Kann ich das mit dem... Nee, das kann ich nicht so gut mit dem Bären fahren. Nee. Mit dem Trike geht das. Aber der Trike ist so kacke. Warte mal, ne? Ist ja deine Folge, dann gucke ich eben mal nach. So. Also Justin steht jetzt hier vor der Tür. Ich lad mal ein bisschen um, ne? Ich mach das mal. So, zack, zack. Stein. 200 bis jetzt, da gibt noch was. Justin. Wie heißt denn das auf Englisch? Stroh. Tja, dann darfst du auch direkt mal googeln. Vielleicht bin ich jetzt schneller, wenn ich einfach immer nur 100 Steine habe und noch laufen kann. Aber... Thatch! Okay. Das hat dich jetzt aber echt begeistert, das herauszufinden, ne? Nee, habe ich nicht rausgefunden, habe ich mir eingefallen. Der Dödi kann das tatsächlich am besten von den... Dödi oder Metallspitzhacke. Aber ich glaube, Dödi macht mehr. Der Dödi, der ist halt gerade schon unser... Steintier. Ja. Oh, huf. Warum habe ich... Oh, ja, ich hatte das Holz noch drin. Also in der Werkbank ist jetzt schon ziemlich viel Stein. Alter, ja, aber wir brauchen 900 nur für den Rahmen und 900 auch fürs Tor, ne? Ja, also wir haben jetzt hier drin... Das Tor können wir gleich bauen, wenn wir das Stroh haben. Aber ich brauche erstmal den Rahmen. Und die brauchst du für den Rahmen? Brauche ich nur 100 Steine, noch 600 Stroh und 400 Holz. Aber okay, also ich räume mal gerade den Dödi leer von den Steinen her. Ja. Und dann gehe ich mit dem mal Stroh farmen. Dafür muss ich einfach auf die Bäume einhauen, oder? Ja. Ich glaube, ich habe in deinen Bären habe ich noch 100 Steine reingetan. Mhm. Weil ich mich nicht bewegen konnte. So, jetzt ja, die Werkbank ist voll. Schade. Richtig voll. Nehm mal eben Leder raus. So, da haben wir nochmal 100 Steine. Ah, ich glaube, mehr Steine sollten wir gar nicht in die Werkbank machen, weil wir brauchen ja noch welche hier draußen, ne? Nein. Einfach jetzt erstmal eine Sache fertig und dann können wir uns um die nächste kümmern. Na gut, okay, wie du magst. So. Der und sein riesiger Schwanz, ne? Er hat Schwanz gedacht. Ja. So. Ich hab noch ein paar Plätze fertig gemacht. Okay, Justin ist leer. Fuck, der ist auch schon wieder voll hier. Warum? Holy shit, ey, wir haben so viel Fick. Bumse-Zeug. 8 Schrank. Okay, das möchtest du mir mitteilen, ja. Wollte ich dir mal vermitteln. Also ich muss jetzt einen Baum mit dem Dödi, ne? Den hier irgendwie reinzwängen? Nee. Komm, Justin. Bisschen Bewegung tut hier gut. Hinter die Tür. Warum brennst du da? Hä? Oder spiegelt sich das hier nur? Der Schrank neben der Tür ist für Rohmaterialien, ja? Ich dachte, die kommen in die Werkbank. Ja, aber die ist jetzt gerade voll. Okay, also ich habe nicht das Gefühl, dass ich hier so viel Stroh rauskriege. Hey, wie viel denn? 50 pro Baum. Das ist okay. Ich teste mal, wie das mit der Metallspitzhacke ist. Mhm. Ja, deutlich mehr. Ja? Ja. Okay, dann ist unser Dödi halt echt noch underleveled. Ah, ist die Frage, ob es worth ist, wenn ich... Ja, ich mach's trotzdem mit ihm, komm. Aber ich... Nee. Also ich müsste halt hier echt das ganze scheiß Gebiet fällen. Okay. Dann mach ich auch gerade mal nochmal mit. Ich sag mal. Ah, das wir den Biber nicht haben, ne? Oder nicht sinnvoll benutzen können. Ich meine, viele haben ja beschrieben, wie man das machen kann, dass der trotzdem ein bisschen Holz abfarmt, aber... Wir haben halt Angst, dass er runterfällt. Ja. So, also ich habe jetzt nochmal 270 Stroh. Achso, Holz und Stroh kommt auch in die Werkbank. Ja, also du kannst ruhig, ne, ordentlich farmen. Ja, ich weiß. Ich wollte jetzt nur hier raus. So. Was? Mach ich gerade den Bogen. Gustav. Bist du noch in der Nähe? Ja.
Schon getan. So, jetzt brauchen wir noch 200 Stroh und 300 Holz. Aber das haben wir alles hier. Ja, ich hole trotzdem noch ein bisschen Stroh, oder? Mhm. Aber den Baum will ich ja eigentlich nicht fällen, weil das ist so die beste... Denn hier? Hä? Beste Sichtbegrenzung. Holy shit. Ja? Nein. Alles gut? Ja, schon. Aber warum snappt der nicht? Doch, jetzt snappt er, oder was? Boah, Gott sei Dank. Ach, da snappt's, okay. Nee, das will ich ja nicht. Ja, toll. Jetzt habe ich natürlich einen falsch gesetzt. Jetzt habe ich natürlich das Problem, dass der Torbogen blöd snappt. Ja, ich verstehe ganz genau, was du meinst. Okay, jetzt habe ich's. Klasse, hast du meinen Tipp angewandt, ne? Ja, ja. Genau, dein Tipp. Team. Was für ein Tipp war das? Christoph, bleib mal da hinten. Okay. Also Fundamente brauchen wir jetzt keine mehr? Ich komme jetzt nochmal mit Stroh, ne? Okay, also ein paar Zaundinger waren da jetzt ja auch schon im T-Rex. Ah, kriege ich da überhaupt eine Wand drauf? Was ist denn eine sehr gute und berechtigte Frage? Alter! So, jetzt machen wir mal keine Zankereien. Oh Gott! Mhm. Das ist groß. What she said? So, auf die Nase. Ja, ne? Das Tor ist schon. Ist ganz gut. So unauffällig sind wir nicht mehr. Aber das war ja nicht mehr der Plan. Ne. Akkubären. Die können wir so, zack. Volle Defensive! Okay, also ich habe jetzt hier nochmal 500 Stroh reingelegt. Das finde ich wunderbar. Finde ich auch klasse von mir. So. Okay. Soll ich, was soll ich dir gerade bauen? Kann ich dir was bauen? So. Ja, Steinwände können wir basteln. Ne, das Tor müssen wir noch fertig machen und dann können wir wieder Stein farmen, Holz farmen, alles. Ja, dann farme ich jetzt schon mal Stein mit Justin, ne? Ja. Aber ich sollte wahrscheinlich, sag mir mal Bescheid, wenn das Tor da ist, weil dann würde ich gerne in der Nähe sein für die XP. Ja, bin gleich soweit. Brauchst gar nicht weg. Okay. Hä, wieso haben wir kein Holz mehr da? Hä? 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 So, Nager, sag mal. Soll ich da mal unten Holz holen gehen? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nee, nee, der Nager hat noch genug, aber ich bin sehr voll jetzt. Hm. Okay, ich helf dir mal. Ja. Ich hol mal was aus dem Nager, ne? Wo ist denn der Nager? What the fuck? Hä? Alter, vor lauter Scheißhaufen sehe ich den Lager nicht. Unterm T-Rex ist der. Alter, der lebt ja in der Scheiße. Ja. Ich kann ihn ja gar nicht anklicken. Okay, ist Tor. Ich komme. Kannst du dich abbrechen? Ja, ich bin in Range. Hast du? Denke, ja. Okay. Okay, dann gehe ich jetzt mal Steine vor. Links so eine weiße Schrift. So, jetzt pass mal auf. Weil jetzt habe ich schon wieder Hunger, ey, was ist denn da los? Warte mal. Ja. Guck mal hinter dich. Ja. Let's. I take it, Alter. Ah, geil. So, jetzt brauche ich Steinwände. Ja, Stein haben wir nämlich gar nichts mehr. Und jetzt bin ich. Aber los. Es gibt ziemlich viel in der Welt. Bitte rum. Die Flasche nicht mehr in dem Brunnen auffüllen. Warum? Weil die komplett das Reservoir leer macht. Da können wir lieber dran trinken. Und wenn es regnet, füllen wir die Flasche auf, okay? Ja, aber es macht halt jedes Mal zwei Stacks von der Flasche. Nein, das macht keinen Sinn. Deswegen tu es bitte anders. Ah, ich bin mir nicht so sicher. Oh, ist okay. Nee, also du machst halt mit... normalerweise könnten wir die ganze Zeit an dem Ding da süppeln. Ja, ja, das wird ja oben trotzdem leer. Das ist halt... Das passt halt nicht so schnell wie das Wasserglas. Ja, ich glaube nicht, dass sich das verändert. Im Wasserglas passt einfach nur rein als in deinem Mai. Nein. Ja, skeptisch. Möchte ich es beschreiben. Skeptisch. Ja, du bist ja auch der Arg-Profi. So ist es.
Ja, ja, ja. Auf geht's. Festgestellt, mehrfach schon auch. Mach mal das Tor auf. Oh. Okay, Justin, selber. Scheiß einfach während der Rolle. E drücken. Das ist garantiert, ja. Mein Plan war weiterzurollen quasi. Guten Tag. Guten Tag. Guck mal, das ist komplett. Oh nein, ha, get fucked! Ah, schön. Du kannst ihm übrigens mehr Gewicht skillen, ne? Ja, kann ich, aber mit Nahkampfschaden kriegt er auch mehr raus. So, okay. Steinwände soll ich bauen. Holz, ne? Und Stroh. Ja. Steinwände. Aber nee. Tu du lieber sammeln, bitte. Ich verbrauch das hier schon schnell genug. Bist du dir das sicher? Ja. Na gut. Dann gehe ich nochmal unten zum Biberdamm. Ja. Was? Warum? Wegen Holz. Okay. Beim Biber haben wir noch Holz drin. Boah, ich kann das auch mal in die Werkbank bringen von mir aus. Alter, der arme Nagel. Nee, brauchst du nicht. Ich komm gerade dahin und hol mir das Holz raus. Hast du jetzt was drin? Ja, ich bin jetzt gerade in die Werkbank. Alter, Naga! Alter, der Arme. Er lebt einfach in einer Welt aus Scheiße. Okay. Gusto, Alter. Surprise, ne? Bist du denn so, wann bist du denn so fett geworden? Okay, wir müssen auf jeden Fall die Ernährung der Tiere umstellen, glaube ich. Okay. Ja, dann gehe ich mal ein bisschen gucken, was unten gerade so zu holen ist. Mhm. Ich muss mal gerade gucken, ob das Tor hier auch eine PIN braucht. PIN-Code festlegen, ja. Was war? 1338. Okay. Es ist halt echt verdächtig, dass hier einfach alles tot ist, ne? So ein Stego, den ich kriegen könnte, aber... Also wenn hier nicht einer lang gepisst ist, dann weiß ich auch nicht, ja. So, du wolltest einen Kentrosaurus zähmen, ne? Ja. Das kann ich ja wahrscheinlich vom Bären aus ganz gut, ne? Da würde ich das nämlich einfach mal machen. Das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob dich der runterpiekst. Aber das nächste, was ich brauche, ist, glaube ich, wieder Stroh. Ja, ich würde den jetzt einfach mal versuchen zu zählen, was natürlich fein ist. Ja. Probier's. Weil ich kann ja weglaufen. Mehr als schief gehen kannst du. Okay, krass, Alter. Ich kann. Okay. Okay. Reiten aus der Third-Person-Sicht ist spannend. Okay, Alter, wo ist denn bei dir vorne, bitte? Okay, Alter, okay, das ist auf jeden Fall hart gewöhnungsbedürftig. Der reitet was also denn? Danach, wo der Kopf des Tieres ist. Ja. Oh, krass, Alter. Nee, das ist nicht der Kopf des Tieres. Da ist der Kopf des Tieres. Ja, der ist da. Hast du ihn? Ja, ich hab ihn. Nice. Was braucht er denn? Bären, glaube ich. Okay, ich komme hoch, hol Micho-Bären und Betäubungsnarkose. Ja. Wie schnell droppt er denn? Keine Ahnung, aber das Risiko. Ich bin ja mit dem Bären unterwegs, ich komme fix hoch. So. Okay, jetzt mache ich Holzwände. Ups, eilig! So. Tu mir mal deine Narkotöpfchen irgendwo rein. In Börse sind noch welche. Okay. Alter, Surprise, ne? Dein Dickschädel geht mir so auf. Ja, warte mal, ich schalte dir mal die Dings aus.
das Kopf bewegen. Wieder angucken, aus. So. In dem Moment hört es einfach auf, kurz zu regnen, kurz bei mir. So, okay. Was? Aus! Und es hört auf zu regnen, nicht mir. Yes, Gott. Ach ja, schön wär's. So. Bruce Almighty. Allmächtig. That's true. Achso, nee, du warst im Haus, da regnet es nicht. Ja, ich weiß, aber es hat einfach nur vom Timing. Oh, apropos Regen. Auffüllen. Oh, wenn es nicht voll wäre, würde ich es machen. Ich muss das jetzt force-feeden, das Narko-Ding, ne? Na, ja. Okay. Ah, oh, das geht, denke ich, klar. Ja, dann mach ich direkt mal den nächsten, ne? Mhm. Da unten sind zwei Stegos. Was ist bei dir jetzt die Sache? Ja, der bleibt noch 1 Million Jahre bewusst. Da hätte ich auch echt drauf scheißen können mit den Narkotöpfchen. Ja, das kannst du immer vorher relativ schnell abschätzen. Ja, wenn ja, du halt da drauf guckst. Ne? Ich hatte ein bisschen das Gefühl, Zeitdruck zu haben, obwohl ich es wahrscheinlich gar nicht hatte. Komm, wir leveln nochmal ein bisschen mit dem Bibern hier. Ja, jetzt läuft mir das Holz aus. Also komplett aus? Ja, ich habe kein Holz mehr. Okay. Ich bin hier gerade an einem Biberdamm. Wie kann ich direkt vom Bären aus den Biberdamm looten? Nee. Dann bin ich das mal das Holz groß und dann auf geht's. Dann gehe ich auch nochmal Holz holen. Nee, ich habe jetzt wirklich nochmal. Alle? Hä? Hast du alle Biberdämmer? Nee, ich bin dabei. Ja, also ruhig, komm. Mike, bitte. Ja, ja, wink schön. So, ich muss noch gerade nach meinem zehnten Dino hier gucken. Oh, der Biber Chase, what the fuck? Du bist doch Biber tot? Ne, ich hatte den gefightet und dann ist der geflohen. Oh, was fightest du denn? Ah ne, du hast einfach nur gefressen. Okay. Ja, ich überlege gerade, ob ich dir erst das Holz hochbringe oder. Ich hol gerade selber auch. Oh, ich seh dich. Hallo Barbara. Oh oh. Blub blub. Ei. Schwimm. Kann ich anstupsen. Hey. So. Ich bin gestuckt. Was? Ich komme hier nicht mehr raus. Du musst den Damm ganz leer machen, damit der despawnt. Jupp. Boah, ich dachte gerade, ich könnte mich nicht mehr bewegen, ey. Uff, und das unter Wasser. Ja, wäre natürlich jetzt ärgerlich, ne? Ja. Übrigens, mach ruhig die ganzen Viecher dann auch wieder, ne? Hier abbauen. Für Leder und Keratin. Ja. Das mach ich mittlerweile eigentlich immer. Ja. Oh. Ich bin ich hab völlig gerade was. Oh, ich hab kein Essen mehr. Wir müssen wieder braten. Ich hab. Da oben ist übel viel drin. Du musst das einfach nur mitnehmen, mein Junge. Was droppen wir denn? Ja, ich habe leider ein bisschen zu viel. Was denn? Ah, ich kann mich nicht mehr bewegen. Dann schmeißt Fleisch raus oder sowas. Ja, so unnützen Kram, Bären. Der Kentro liegt aber noch, ja? Der was? Der Kentrosaurus. Ja. Ich kann gleich nochmal gucken. Der Stachelbob. Okay, du kannst dich immer noch nicht bewegen. Ja, dann steig doch ab. Dein Gewicht wird addiert. Ja, true. So, wie geht's dir jetzt? Ja, auch nicht cool, ne? Müssen wir leider nochmal was rausschmeißen hier. Ja, den Pelz, auf den können wir am ehesten noch verzichten. Steinpfeile von mir ist auch. Oh.
Alter, wenn man den ganzen Tag reitet und dann wieder zu Fuß gehen muss, ne, fühlt sich an wie ein Rückschritt um ein paar Jahrhunderte. Ja. So, wie geht's den gezähmten Dino? Oh, ist bei 17%. Okay. Dauert ein bisschen, sagst du? Ja. Hä? Gustav. Gibt's denn für eine Kurve hier? Okay. Ja, ich komme jetzt hoch. Ich hab echt viel Holz. Also der Bär ist voll. Holz vor der Hütten. Ja, die Biberdämme sind halt echt geil dafür, ne? Um zumindest die Zeit bis zum Biber zu überbrücken. Ich bin jetzt auch nur noch 2 Level vom Biber-Level entfernt. Oha. Oh, perfekt. Ja, das ist doch ein schönes Timing. Ja, wie ihr seht, versuchen wir gerade so ein bisschen uns im Multitasking. Wir versuchen, Dinge zu zählen, die Base, den ersten Verteidigungsring zu machen. Und ich habe das Gefühl, die Folge war unglaublich produktiv für eine Montagfolge. Ich glaube, es war unsere beste Montagfolge. Da lege ich mich einfach mal fest. War mir absolut fest. Und ich muss nochmal an dieser Stelle sagen, Alex, es macht mir echt Spaß, mit dir zu zocken. Das ist echt nice. Dito. Da, ne, sag ich mal tschüss und morgen bei Alex, Mittwoch wieder bei mir. Nicht abwechselnd, quasi Montag, Mittwoch, Freitag bei mir, Dienstag, Donnerstag bei Alex. So ist es.